Hallihallo an alle Unterstützer der großartigen Nation Astotzka. Wir sind wieder dabei am Sonntag, dem 12. Dezember 1982, dem 20. Tag dieses Let's Plays. Und was steht heute in der Zeitung? Die Sanktionen an Impor sind beendet. So schnell vorbei, was war da los? Das wüsste ich auch gern. Steht im Artikel, aber der ist irgendwie so Blockschrift geschrieben, den kann man nicht lesen. Gut, gehen wir einfach mal zur Arbeit, sonst ist ja nichts Interessantes zu sehen. Oh, was ist hier los? Das Auto hält an, da kommt jemand. Kommt der zu uns? Oh, unser Sohn hat ein schönes Bild für uns gemalt. Ist das nicht hübsch? Das kommt hier... Ja, es kommt hier über die Kicker drüber, weil die Kicker sind ja langweilig. Astoka Hero, Papa. Sehr schön. Mit der Pistole beschwert schlagen wir die schurkischen Insekten zurück. Wer ist der Kerl? Okay, ach, das ist der, der uns diese... ich muss mal zuhören, was er so sagt. Che Pirsuska. Sollen wir durchlassen? Ich gehe mal davon aus, dass die dann falsche Dokumente haben wird. Also unausreichende. Ja, das ist der Kerl, der uns das Ding hier gegeben hat und der sich jetzt beklagt hat, dass wir hier unser Fußballbanner und das Bild von unserem Sohn aufgehängt haben. Also echt... Ah, kriegen wir das nicht oben drüber? Das ist ja schade. Okay. Hängen wir es mal so. Ist das nicht viel hübscher? Naja, meinetwegen so. Damit die Leute auch uns respektieren und unsere tollen Auszeichnungen hier sehen. Okay, den Schlüssel nach hier. So, was? Schäpir... Wie hieß die jetzt? Schäpir Suska sollen wir durchlassen. Also momentan, bevor die Uhr noch nicht läuft, habe ich jetzt kurz Zeit, darüber nachzudenken, ob ich das machen soll oder nicht. Ich meine, wahrscheinlich wird die mit falschen Papieren ankommen. Wahrscheinlich werde ich von dem Typen, der ja irgendwie im Ministerium ein hochrangiger Kerl ist, irgendeine Strafe aufgebrummt kriegen, wenn ich sie nicht durchlasse. Und darauf habe ich eigentlich keine Lust. Andererseits ist mir der Teil halt unsympathisch. Eigentlich möchte ich ihm nicht helfen und wenn sie wirklich falsche Dokumente hat, dann wäre es ja korrekt, sie abzulehnen. Ich schau mal, was für einen Fehler sie hat und dann entscheide ich spontan. Vielleicht hat sie auch gar keinen Fehler, dann ist ja alles perfekt. Okay, was ist hier los? Impor, bla 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 bla, haben ihre... sind zurückgeschreckt von ihrer Policy. Die imporischen Bürger dürfen jetzt wieder rein und... Oh. Ja, das war die Divisional Authority of East Grosston Operations. Das ist der Kerl. Der kommt morgen wieder vorbei. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe hier. Unsere gesuchten Versprecher des Tages. Versprecher des Tages. kommen auf die rechte Seite und das Rulebook schlage ich schon mal auf die Basic Rules Seite auf. Dann kann es eigentlich losgehen. Neuer Hack, neues Glück. Und unsere erste Person ist... sieht ein bisschen ähnlich, der. Okay, nicht ganz. Liliana Aguilar mit einer wunderschönen Passnummer, die 2 Monate zum Besuch kommt. Hat gültige Dokumente. St. Marmoro in Collegia? Ja, so habe ich mir das gedacht. St. Marmoro ist nicht in Collegia. So gut kenne ich das doch inzwischen. So, die wird nicht abgelehnt, die wird verhaftet. Das ist ein gefälschter Pass. Oh, was macht die Ezik hier? Neue Anweisungen. Assassin Canem from Antegria. Ein Assassiner aus Antegria kommt. Wir müssen ihn aufhalten. Khaled Easthorn. Der will einen Ezik-Agenten in Astotzka umbringen.
Assassinieren, ist das ein deutsches Wort? Okay, Khaled Istom sollen wir aufhalten. Khaled Istom. Soll ich dir Ezig helfen? Wow. What? What? Is this? Ist das Giftpulver hier oder was? Aber was soll ich damit tun? Ich soll es nicht anfassen, also klicke ich da nicht drauf. Oh, okay. Das gefällt mir doch mal. Da müssen wir ihn nicht ablehnen, sondern wir können vergiften ihn. Okay, Nico Palmucci. Aber denke ich, das heißt, möchte ich eigentlich in diesen Mord nicht reingezogen werden. Das ist doch. Bis jetzt war es schön und gut, wenn wir die einfach durchgelassen haben. Aber jetzt jemand umbringen für die Ezig? Kann ich nicht einfach ablehnen? Hm. Wollen die sehen, wie weit ich gehe oder was? Das ist interessant, das ist interessant. Das ist wieder so eine Entscheidung, wo ich noch nicht weiß, was ich machen soll. Der Ezig weiterhelfen? Ivan Krisovic, einen Monat zum Besuch. Skal in Obristan, alle Daten, cropped hair, 1,67, super, super, super. Einen Monat zum Besuch? Ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ist er einer der gesuchten Verbrecher? Tatsache. Den hier nicht vergiften können. Nee, aber ich glaube, den Giftanschlag, das mache ich nicht. Also ich lehne den Kerl ab, wenn der kommt, aber ich vergift doch niemanden. Nee. Ach, mehr Presseleute, oh mein Gott. Ist das jetzt die hier? Nein. Ja, sorry, Presse darf einfach nicht so rein. Wir haben dafür keine Regel, dass Presse rein darf. Der kann sie jetzt noch so beschimpfen. Okay, die hat ein schönes Bild, das passt. Lesrenadi Nepuglia ist richtig. Frenigovar Goval, die hat gar kein Entry mit dabei. Na, also. Frenigovar, Passnummer stimmt. 3 Monate zum Arbeiten. Das stimmt alles, das stimmt alles. Größe, Gewicht, super, super, super. Ah, das wird schon stimmen. Geh schon. Laura Baker, Wavy Hair, 56 Kilo, 1,70 Meter, kommt hin. Das Ding ist alles nicht abgelaufen. Sie wandert ein aus Shingleton in Impor. Ja, das glaubst du ja wohl selber nicht. Eigentlich wurscht, ich muss nur irgendeins haben. Verhaftet, gefälschte Pässe. Ist schon spät am Tag und die Dings war immer noch nicht da. Also beide. Unsere speziellen Leute waren noch nicht da. Der Khaled und die Sue. Ja, das ist der Istom Khaled. Ich schätze mal, bei dem wird alles stimmen. 78 Kilo, 1,75 Meter. Glorian in Antegria. Ja. Transit für 2 Tage. Ich kann dem keinen. Ja, ich meine, ich lehne den jetzt ab. Ich will den nicht umbringen. Ich lasse mir keinen Mord anhängen von der Ezig. Dafür sind die mir zu undurchsichtig. Aber wenn sie ihn nicht haben wollen, wenn der wirklich ein Assassiner ist, dann lehne ich ihn ab. Die Strafe nehme ich auf mich. Gucken wir mal, ob das reicht.
Vielleicht nimmt er dann einfach den nächsten Grenzposten und geht da rein. Kuka Josef, okay. Ah, war das eigentlich war eigentlich die Journalistin, die Frau, die ich hätte durchlassen sollen von dem Typen? Ich habe gar nicht auf den Namen geachtet. Am Ende war das die. Das wäre natürlich dann nicht so gut. Dann wird er nämlich sauer sein. 2 Tage. Ja, wahrscheinlich war das die. Da habe ich nicht aufgepasst. Das ist mein Fehler. Wunderbare Passnummer. Kilo als 69. Ja, das stimmt schon alles. Der wird uns dann morgen wahrscheinlich Ärger machen. Nubenitz. Tolle Passnummer. Besucht 2 Monate. Größe und so weiter ist alles richtig. Outer Grouse in Antegria sieht gut aus, sieht gut aus. Nein, was? Ah, habe ich echt die ID-Nummer nicht geprüft? Oh je, oh je, oh je, oh je. Und für die? Naja. Die ist Glorian in Antegria. Sonst prüfe ich doch immer die Nummer. Warum habe ich die eben nicht geprüft? Das war, weil ich gemerkt habe, dass ich die Journalistin nicht durchgelassen habe, die ich hätte sollen. Durchlassen sollen. Der 13. ist gerade noch so gültig. Das ist doch jetzt aber eigentlich alles gültig hier, oder? Und da kann mir keiner erzählen, dass da irgendwas falsch ist. Gut. Hui. Okay. Also ich hatte 15 Dollar Ersparnisse, habe 50 Dollar gekriegt für 10 Leute. Das heißt, ich wurde auch tatsächlich, diesmal habe ich wirklich aufgepasst, also der Counter stand auf 12, das heißt für den letzten wurde ich mitbezahlt, minus der 2, die ich Fehler gemacht habe. So, Miete, Essen und Heizkosten, 15 fürs Verhaften von Leuten und 20 Abzug für die falschen Sachen, die wir aufgehängt haben. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Ich kann doch nicht das Ding von meinem Sohn einfach abgehängt lassen. Na gut. Teurer Tag, schlechter Tag. Weiter geht's. Montag, der 13. Dezember. Astotzka nimmt den Whistleblower auf aus Antegria. Das ist ja mal interessant. Dieses Bild hier wird wohl durchkommen heute. Wir verärgern damit unsere Nachbarn. Naja, was soll's. Ist nicht meine Entscheidung gewesen. Okay. Ich gehe zur Arbeit und ich hänge gleich mal den Kram ab, wenn der Typ wiederkommt. Nicht, dass der uns wieder eine Strafe verhängt hier. Nur die Bringer dürfen da hängen. Ist er nicht reingegangen? Ah, wir sind nur da reingegangen. Es kommt tatsächlich keiner vorbei heute? Okay. Gesuchte Verbrecher und der Asylum will, der Asyl bei uns möchte, braucht einen Asylantrag. Dafür aber kein Entry Permit und kein ID Supplement. Wie sieht so ein Ding aus? Fingerabdrücken, die müssen wir immer überprüfen und braucht eins der gültigen Stempeldinger hier. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Okay. Ja, also das Sportsbanner lasse ich mal da liegen. Das Ding von meinem Sohn hänge ich wieder auf. Sportsbanner war mir eh egal.
Los geht's. Ich weiß nicht, worauf ich warte. Okay, das Altherrendistrikt gibt es. Sein Name stimmt, sein Geburtsdatum stimmt. Das Geschlecht ist weiblich? Ja. East Dresden, 194 Zentimeter, kann dir mir aber nicht erzählen. Ah, da können wir Fingerabdrücke nehmen. Kann die mir aber nicht erzählen, wollte ich natürlich sagen. Nicoleta Mirescu und die Fingerabdrücke sind deutlich unterschiedlich. Dafür kann man sie verhaften lassen? Ja, kann man. Aber da ist heute nichts passiert irgendwie, also vielleicht war es doch nicht die Pressefrau, die wir hätten durchlassen sollen. Ach, ich dachte immer zu wenig. Die war es eben auf jeden Fall nicht. So, ein Asylantrag. Brauchen wir Fingerabdrücke für. St. Marmoron Antegria ist gut. Der Name ist auch korrekt. Das Ding ist nicht abgelaufen. Geburtsdatum stimmt. 60 Kilo 1,61. Das kommt hin. Die Passnummer stimmt aus Antegria und die Fingerabdrücke sind auch absolut korrekt. Dann willkommen in unserer großartigen Nation. Ja, die Dinge sind hier vielleicht besser. Versprechen kann man nichts. Aber wenn sie in Antegria verfolgt wird, ist es zumindest im Moment hier besser. So, Natalie Biliakova. Die behauptet natürlich, sie hätte mehrere Namen, wie üblich. Very short hair, ist das... Ja. Hat aber keine bekannten Aliase. Kann ich das eigentlich mit... irgendwie highlighten? Ich weiß nicht. Ich lehne sie einfach mal ab. So. Ich würde sie verhaften lassen, wenn ich wüsste, wie. Aber ablehnen ist auch gut genug. So, 79 Kilo, 1,30. Ich sollte es eigentlich immer in derselben Reihenfolge prüfen. Das würde die ganze Sache leichter machen. Maxim Chastan, Corista City. Super, super, super. Ein Monat zum Arbeiten... Zehn Credits, wenn ich ihm einen roten Stamp gebe? Das ist ein Vorteil für uns. Bitte sehr. Okay. Warum nicht? Wenn er es möchte, kann er nämlich immer gerne einen roten Stempel haben. Kilchentov Belevski, Lesrenadin Republia, männlich, 99 Kilo, 1,84, gerade so. Ist zum Besuch da für einen Monat, jawohl, dann würde ich sagen, darf der Mann mal rein. Okay. Ich soll ihn anhören, was hat er zu erzählen? Eine Uhr. Also, nee. Nee. Wir können nicht hier Uhren annehmen und ihn... Nein, das geht nicht. Abgelehnt. Da, nimm deine Uhr. Und das Geld darf ich behalten? Na gut. Stefan Smalakow mit einer gültigen Nummer. Der darf nach Astotzka.
kommt aus Tigria, ist kein gesuchter Terrorist oder Verbrecher, sieht doch eigentlich ziemlich gut aus. Ist das das Ziel richtig für Antegria? Das Ding, ja, das ist korrekt. Dann nix wie rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zeit heute schneller vergeht. Wir haben erst 7 Leute durch. Und für einen davon kriegen wir nicht mal Geld. The fuck? Auf dem Motorrad? Was war das? Warum kam der von drinnen? Und nicht von draußen? Okay. Das ist mal interessant. Okay, schauen wir erstmal unsere Finanzen an. Wir haben 5 Dollar Savings, wir haben 30 Dollar aus dem Gehalt für heute nur gekriegt, 15 aus Bestechungsgeldern, wir haben 55 in Ausgaben, 20 Scharfschützenbonus, das heißt, wir haben ein bisschen was verdient. Wir haben ein weiteres Booth-Upgrade verfügbar. Double-Click for Quick Inspect. Das ist eigentlich ziemlich gut. Das ist was ich wirklich gerne hätte. Und unsere Schwester wurde verhaftet. Die hat nicht mit uns gelebt. Halt von woanders. Woanders, wahrscheinlich in unserer Heimatstadt. Und ihre Tochter braucht eine neue Heimat, eine neue Wohnung. Eine neue Unterkunft. Die können wir adoptieren für 40 Dollar. Die haben wir aber nicht. Was ziemlich schade ist. Wo kriegen wir das Geld her? Wir können natürlich auf Tag auf Essen verzichten und auf Heizung verzichten. Dann können wir sie gerade so adoptieren, aber. Sollen wir das wirklich machen? Das ist ja mal. Da haben wir eine mehr zum Ernähren. Brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Geld für Essen. Wahrscheinlich 5 mehr. Und die müssen auch einen Tag hungern dafür. Und wir haben 0 Geld. Das heißt, wenn wir den Tag danach versauen, dann geht's rapide bergab. Aber ich möchte es trotzdem, glaube ich, versuchen, weil ich weiß nicht, wie lange dieses Adoptionsgesuch offen steht. Wir müssen ein bisschen Opfer bringen dafür, dass die bei uns unterkommen kann. Das Booth-Upgrade nehme ich einfach mal dazu. Das sorgt dafür, dass ich schneller arbeiten kann am nächsten Tag. Und die 5 Dollar glaube ich nicht, dass es nachher darauf ankommt. Oder? Nee, ich lasse es weg. Die 5 Dollar könnten tatsächlich wichtig sein, wenn es darum geht, das Essen zu bezahlen, wenn ich am nächsten Tag nicht gut genug arbeite. Okay, adoptieren wir sie. Und hoffen mal, dass dann am nächsten Tag alles gut geht. Aber das erfahren wir dann alles erst in der nächsten Folge. Wieder mal eine ganze Menge interessanter Entscheidungen in der hier, muss ich übrigens sagen. Okay, dann bis dann. Tschüss.